So, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung Grundbegriffe der Informatik. Und nachdem wir jetzt in der zweiten Woche sind, haben wir jetzt ab heute dann so ungefähr den regelmäßigen Ablauf, so wie in den folgenden Wochen dann auch. Das heißt, falls nötig, am Anfang kurz ein paar organisatorische Hinweise, dann ein Stück. Ungefähr ein Viertel der Veranstaltung große Übungen. Nochmal mit so ein paar Anmerkungen, Erläuterungen zu dem Stoff der Vorlesung vor einer Woche. Und dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Wenn Sie Fragen haben im Laufe dieser 90 Minuten jetzt, wenn Sie direkt das betreffen, worum es hier auf den Folien gehen wird, dann stellen Sie die im Zoom-Chat bitte und zwar direkt an Augusto Modanese, nicht an alle. Und so nebenbei, wenn Sie den Chat benutzen, gucken Sie auf, passen Sie darauf auf, dass Sie da nur die Fragen stellen, die auch wirklich für uns gedacht sind. Wir wissen nicht, ob irgendjemand gerade noch mit dem Auto unterwegs ist. So, andere Fragen, so allgemeiner Art. Wie ist das denn mit der Klausuranmeldung oder ich weiß nicht was? Stellen Sie die halt im ILIAS-Forum, wenn Sie meinen, dass die Frage vielleicht auch für andere, die Antwort auf die Frage auch für andere interessant ist. Und sonst schicken Sie halt eine E-Mail an Ihren Tutor, Ihre Tutorin oder an uns, Herrn Modanese oder mich. Eine Frage, die jetzt sicherlich langsam bei dem einen oder anderen schon aktuell wird, ist, wie ist das denn mit der Abgabe von den Hausaufgaben? Also nochmal nach Möglichkeit, bilden Sie Zweiergruppen, ja, und geben Sie zu zweit eine Lösung ab, aber bitte beide Partner von so ein paar müssen aus dem gleichen Tutorium stammen. Und das Abgeben funktioniert dann durch Hochladen im ILIAS-Kurs. Die Details sagen wir Ihnen noch genau Bescheid. Diese Woche sind wir noch am Testen des Systems. Nicht, dass da irgendwas ganz schief geht. Jedenfalls, das, was Sie dann abgeben, ist bitte ein PDF, das aus im Allgemeinen wohl mindestens zwei Seiten besteht. Erste Seite ist das Deckblatt, wie es auch bei den Aufgabenstellungen vorne dran ist. Schreiben Sie da bitte, wenn Sie in Zweiergruppe sind, beide Namen, beide Matrikelnummern grau drauf und dann hinten dran mindestens eine Seite mit Lösungen, die bitte handschriftlich angefertigt sind, also entweder mit Stift auf Papier oder auf einem Tablet mit irgend so einem Pseudostift. So, und dann packen Sie das alles in ein PDF. Und auch wenn Sie eine Zweiergruppe sind, dann bitte, Sie brauchen das nur einmal hochladen. Es stehen ja beide Namen vorne drauf. Wir wollen keine doppelten Lösungen haben von zwei von der gleichen Zweiergruppe. Bevor Sie das hochladen, überprüfen Sie, dass alles in dem PDF auch vernünftig lesbar ist, nicht irgendwelche oben, unten, links, rechts, was abgeschnitten ist, irgendwas schlecht gescannt und kaum zu lesen ist, solche Dinge. Und um sicher zu sein, dass keine Fehler passiert sind, wenn Sie eine Zweiergruppe sind, der es hochlädt, schicke es halt vorher nochmal seinem Partner, dass der auch nochmal drauf guckt und schaut, dass da keine offensichtlichen Bugs drin stecken. Ja? Und dann einigen Sie sich, wer es hochlädt und der tut es dann auch. So. Und Sie kriegen eine E-Mail, wenn die Abgabe, die normale Abgabe fürs erste Aufgabenblatt für alle freigeschaltet ist, wenn Sie nicht offensichtlich sowieso sehen, wo das zu passieren hat. Und da steht dann auch nochmal drin, wie Sie das tun. So, so viel kurz zum Organisatorischen. Und damit kommen wir dann jetzt sozusagen zur ersten großen Übung. Die ist hier. Ein paar Anmerkungen zu dem, was wir letzte Woche zu Mengen gesagt haben. Ein paar Dinge sollten ja eigentlich bekannt sein, aber
wer weiß. Und ein paar Dinge sind vielleicht auch ungewohnt. Deswegen gehen wir noch mal kurz durch und dann tun Sie sich vielleicht auch bei den Hausaufgaben hier und da noch mal ein kleines bisschen leichter. So, generell offiziell ist es ja so, das Modul, da gibt es 3 Stunden Vorlesung, 1 Stunde Übung pro Woche. Also salopp gesagt, von den 4 Stunden, ein Viertel ist große Übung und deswegen peilen wir immer so ungefähr an. 22,5 Minuten. Das wird nicht auf die Sekunde genau klappen, natürlich für die Übung. Aber das ist der Plan. So, wie Sie gemerkt haben, gerade jetzt am Anfang, es ist sehr viel sozusagen Mathematik in Anführungszeichen. Und wir hantieren da also mit irgendwelchen mathematischen Gebilden. Also wir haben dann letzte Woche ja auch Wörter als irgendwelche Abbildungen definiert. Sinn der Aktion ist, dass man genau weiß, worüber man redet, wenn man gewisse Begriffe benutzt und dann im Zweifelsfall eben auch etwas beweisen kann, Aussagen treffen kann über Wörter, Operationen auf Programmen, was auch immer. Und wenn das bewiesen ist, dann ist es eben immer wahr, ja? Das ist das, was man möchte. Also zum Beispiel, man will vielleicht das, was man so als Rechner kennt und als vielleicht zu Hause gerade als schwarze oder silberne oder wie auch immer gefärbte Kiste vor sich stehen hat, irgendwie mathematisch modellieren, das Wesentliche erhalten, unwesentliche Dinge wie die Farbe des Gehäuses weglassen und dann eben vielleicht beweisbare Aussagen haben darüber, dass gewisse Probleme gelöst werden können mit Rechnern und andere Probleme eben beweisbar nicht gelöst werden können. Das hat man gerne, ja? Man will sich sicher sein, dass irgendwelche Dinge so sind, wie man meint. Der Anfang jetzt war das, was man so naive Mengenlehre nennt. Also wir schreiben so, wenn wir Mengen explizit irgendwie angeben, so geschweifte Klammern, das tun, glaube ich, so ziemlich alle auf der Welt für Mengen. Und dann zählt man halt da irgendwie die Elemente auf, wenn es nicht zu viele sind. Insbesondere gibt es die leere Menge, die notiert man mal so, mal so. Und die enthält halt kein Element, da ist nichts drin, aber es ist selbst ein Objekt, ja. Und wir sagen ja, okay, eine Menge, das ist eine Zusammenfassung von Objekten, die man unterscheiden kann. Also die leere Menge ist ein Objekt und kann ihrerseits wieder Element einer Menge sein. Unendliche Mengen gibt es natürlich auch. Also wir schreiben n plus für die positiven ganzen Zahlen und n0 für die nicht negativen ganzen Zahlen. Da kommt dann also im Vergleich zu den positiven noch die 0 dazu. Die 0 ist nicht positiv, die 0 ist nicht negativ. Es gibt die ganzen Zahlen, für die schreiben wir, das ist auch Standard, hier so ein Z mit so einem Doppelstrich irgendwo. Und haben jetzt hier auch nochmal so Pünktchen hingeschrieben, genau wie bei n plus. Und da bauen wir jetzt halt ausnahmsweise darauf, dass allen klar ist und alle einer Meinung sind, was das denn wohl zu bedeuten hat. Ja. Aber im Allgemeinen, Pünktchen sind böse, ja. Ganz böse, weil nicht ganz klar ist im Zweifelsfalle, was es denn bedeuten soll. Wir werden heute noch so ein Beispiel sehen, wo das gar nicht so ganz offensichtlich ist. So, dann gibt es die rationalen Zahlen, also Brüche. Und damit sie das vernünftig ist, also die 0 sollte man im Nenner ausschließen und negative Zahlen im Nenner braucht man auch nicht, um alle rationalen Zahlen zu bekommen. Das reicht, wenn der Zähler negativ sein kann, ne? Reelle Zahlen spielen jetzt insbesondere bei uns hier und so allgemein in der Informatik, also die echten reellen Zahlen eine untergeordnete Rolle, weil sie gar nicht alle reellen Zahlen im Rechner repräsentieren können. Und deswegen muss man sich dann da irgendwie mehr oder weniger behelfen mit etwas anderem. Ja, und wie gesagt,
nicht nur Zahlen sind Elemente von Mengen, sondern Sie können auch Mengen machen, wo die Elemente auch wieder Mengen sind. Ja? Also diese Menge hier enthält drei Elemente, nämlich erstes Element die Menge, die die Zahlen 1, 2, 3 enthält, zweites Element die leere Menge, drittes Element die Menge der ganzen Zahlen. Und für uns ganz wichtig, Mengen, die ein paar, endlich viele, aber mindestens ein Symbol enthalten. Und Symbole sind ja irgendwelche Buchstaben. Ja. Und man kann mit denen im Wesentlichen nichts anderes machen, als sie hintereinander schreiben, dann hat man halt Wörter. Und so eine Menge von Zeichen nennen wir auch ein Alphabet. Also ein Alphabet ist eine endliche, nicht leere Menge von Zeichen. Punkt. Passen Sie auf, wenn Sie so diverse Symbole benutzen, die jetzt zum Beispiel in der Vorlesung hier auftauchen. Und es kommen halt noch mehr Symbole und irgendwann ist man vielleicht dann doch mal leicht unsicher oder verwirrt. Also erstens, wir haben so ein Zeichen, also nicht nur wir, es ist üblich, so ein Zeichen zu benutzen für linke Seite ist Element der rechten Seite. Also zum Beispiel, die 1 ist Element der Menge, die die 1 enthält. Ja? Das kann man also nur hinschreiben, wenn auf der rechten Seite eine Menge steht. Und auf der linken Seite, wenn die Aussage wahr ist, steht ein Element aus der Menge rechts. Und wenn etwas nicht Element der Menge rechts ist, dann gilt die Elementbeziehung eben nicht. Also 1 ist Element der Menge, die die 1 enthält. Und wenn Sie die Menge, die die Zahl 1 enthält, in eine Menge packen und sie da drin haben, dann ist diese Menge Element dieser Menge, die die Menge als Element enthält. Ja? So, das ist Elementbeziehung. Und davon unterscheiden Sie bitte aber sorgfältig Teilmengenbeziehung. Die 1 ist keine Teilmenge der Menge, die die 1 enthält. Es ist nur so, dass die Menge, die die 1 enthält, Teilmenge dieser Menge ist. Ja, wenn zwei Mengen gleich sind, gilt Inklusion. Und hier dieses durchgestrichene, von oben bis unten komplett durchgestrichene Inklusionszeichen heißt, die 1 ist nicht Teilmenge von dem. Und genauso hier hinten. Manchmal will man deutlicher sagen, nicht nur die linke Seite ist Teilmenge der rechten Seite, sondern man will sagen, das ist Teilmenge und bestimmt nicht gleich der rechten Menge. So, da sagt man dann auch, die linke Seite ist echte Teilmenge der rechten Seite. Also Teilmenge, aber garantiert ungleich. Dann schreibt man manchmal, also wir jedenfalls, so ein Inklusionszeichen und unten drunter so ein Gleichheitszeichen, das durchgestrichen ist, aber nur das angedeutete Gleichheitszeichen, nicht das ganze Symbol von oben bis unten. Ja? Gut. Jede Menge hat zwei ganz banale Teilmengen, nämlich erstens die ganze Menge selbst und zweitens die leere Menge. Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. In beiden Fällen überlegen Sie da mal drüber. Denken Sie da mal drüber nach, in beiden Fällen, ne? Wenn ein Element in der linken Menge ist, dann ist es auch in der rechten Menge. Bei A Teilmenge A ist das klar, wenn ein Element in der linken Menge ist, dann ist es ein Element aus A, dann ist es in der rechten Menge, ja. Und bei der zweiten Inklusion, wenn ein Element in der linken Menge ist, dann ist es auch in der rechten. Das stimmt auch immer, denn es gibt gar keine Elemente, über die man nachdenken muss. Ja? Das ist auch immer wahr. So, und schließlich, wenn Sie zwei Mengen haben, A und B, dann die Definition von Vereinigung sagte ja, ein Element ist in der Vereinigung ein Objekt, wenn es in A ist oder wenn es in B ist. Und wenn Sie ein Element haben, das in A ist, dann ist in der Tat für dieses Objekt wahr, es ist in A oder es ist in B. Also A ist immer Teilmenge von A vereinigt B. Und B ist auch immer Teilmenge von A vereinigt B. Und andererseits, wenn Sie den Durchschnitt von zwei Mengen nehmen, der enthält ja nur die Elemente, die sowohl in A sind als auch in B.
dann insbesondere sind diese Elemente im Durchschnitt offensichtlich in A. Also der Durchschnitt A geschnitten B ist Teilmenge von A. Es ist hier nebenbei noch die Frage aufgetaucht, hierbei als Symbol für echte Teilmenge kann man da auch nur dieses, was so ein bisschen aussieht wie ein stilisiertes C schreiben, ohne irgendwas durchgestrichenes unten drunter. Das ist auf den Vorlesungsfolien, meine ich, vom dritten Kapitel. Manche Leute machen das, aber manche Leute benutzen dieses Zeichen auch in der normalen Inklusionsbeziehung. Deswegen benutze ich das Zeichen gar nicht, weil es mehrdeutig von verschiedenen Leuten verschieden benutzt wird. Und was soll ich sie mit sowas nerven? Ja, nehmen wir lieber zwei Zeichen, wo deutlicher ersichtlich ist, was gemeint sein könnte. So, und neben Vereinigung und Durchschnitt gibt es dann noch diese Mengendifferenz. Ja, A ohne B, lese ich das jedenfalls immer, ist die Menge aller Objekte X, die Element von A sind, mit der Eigenschaft, dass sie nicht Element von B sind. Also wenn Sie hier so zwei Kringel malen, einen, der sozusagen die Elemente von A umfasst und der rote Kringel, der die Elemente von B umfasst. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen kleinen schwarzen Punkt hätte, dann wäre das eben je nachdem nur in B oder in A und B oder nur in A. Und A ohne B, das ist eben der Teil hier oben, Elemente, die in A sind, aber nicht in B. So, und wenn Sie ein Element haben, das in A ist, dann gibt es da offensichtlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es ist auch in B, also im Durchschnitt, oder es ist eben nicht in B, dann ist es in A oder B. So, das heißt, also wenn Sie das Ding so ein bisschen vor Augen halten, ja, wenn Sie die beiden Mengen vereinigen, A ohne B und A geschnitten B, das eine sind die Elemente, die, also beides enthält Elemente aus A, das eine sind die Elemente, die nicht in B sind, das andere sind die, die in B sind. Wenn Sie das vereinigen, da sollte wieder A rauskommen. Und zweitens, kein Element kann sowohl in B sein, als auch nicht in B sein. Und das heißt, der Durchschnitt von A ohne B und A geschnitten B, der sollte die leere Menge sein. Und das ist auch so. Und ich habe jetzt hier mal einen Beweis hier für die untere Behauptung, Vereinigung von den beiden Mengen ist gleich A, mal aufgeschrieben. Die Standardmethode, um Gleichheit von Mengen zu beweisen, ist, man beweist beide Inklusionen. Linke Menge ist Teilmenge der rechten Menge und rechte Menge ist Teilmenge der linken Menge. Aber manchmal sind die beiden Argumentationsketten völlig identisch, vorwärts und rückwärts. Und dann muss man sozusagen nicht zweimal das hinschreiben für die eine Teilmengenbeziehung und für die andere, sondern man kann zum Beispiel anfangen bei x ist Element A, ja. Und dann daraus folgt einerseits x ist in A und x ist in B oder x ist in A und x ist nicht in B. Aber die umgekehrte Richtung gilt auch, ne? Wenn x in A und B ist oder x ist in A und nicht in B, wenn eins von beiden gilt, dann jedenfalls ist auch x in A. Also man kommt hier nicht nur von der ersten Behauptung zur zweiten, sondern auch umgekehrt. Und dafür schreibt man dann manchmal hier dazwischen zum Beispiel so eine Abkürzung, die steht für genau dann, wenn. Also die erste Aussage ist äquivalent zur zweiten. Und dann von der zweiten geht es äquivalent weiter zur dritten Aussage, nämlich x ist in A und x ist in B bedeutet, ist einfach die Definition von x ist Element von A geschnitten B. Und das da hinten ist genau die Definition von x ist Element von A oder B, A ohne B. Und jetzt steht hier eine Aussage oder eine zweite Elementbeziehung und das ist einfach die Definition äquivalent, genau dann der Fall, wenn x aus der Vereinigung von den beiden Mengen ist. Und rückwärts geht es eben auch. Wenn Sie mit der letzten Zeile anfangen, daraus folgt die vorletzte, daraus folgt der rechte Teil der ersten, daraus folgt das links. Und dann haben Sie beide Richtungen, beide Inklusionen sozusagen auf einmal hingeschrieben. Das ist legal
und man spart manchmal ein bisschen Arbeit. Man muss aber aufpassen natürlich, dass in jedem Schritt es auch wirklich wahr ist, dass man sowohl aus der ersten Behauptung zur zweiten kommt, als auch von der zweiten zur ersten. So, bei Mengen kann man angucken, wie viele Elemente haben sie. Und naja, und dafür schreiben wir dann typischerweise die Menge und außenrum senkrechte Striche. Also wenn Sie die Menge haben, die Zahlen 1, 2 und 3 enthält, dann die Anzahl der Elemente da drin, wie man sieht, ist 3. Die leere Menge enthält 0 Elemente. Und wenn Sie eine Menge komisch hinschreiben, 1, 2, 2, 3, 3, 3, unsere Definition oder sagen wir mal unsere Vereinbarung von was ist eine Menge sagt, jedes Objekt, jedes Element ist da drin und zwar genau einmal oder halt nicht drin. Wir zählen, es gibt nicht so etwas wie ein Element ist mehrfach enthalten. Und auch wenn Sie da sowas hinschreiben oder weniger künstlich, wenn Sie die Vereinigung von zwei Mengen nehmen, ja, die eine Menge enthält 1 und 2, die zweite Menge enthält 2 und 3, die dritte Menge enthält 3 und 1. Wenn Sie die alle vereinigen, Sie kriegen eine Menge, die immer noch nur 3 Elemente enthält. Alles ist schön, wenn die Mengen endlich sind. Wenn die Mengen unendlich sind, sagen wir die meiste Zeit erstmal nur einfach, naja, die Mengen sind unendlich. Man kann da auch noch ordentlich unterscheiden zwischen großen Unendlichkeiten und kleinen, in Anführungszeichen. Da werden wir nur am Rande und nur ein kleines bisschen drauf eingehen. Wenn Sie endliche Mengen haben, dann kann man eine Aussage darüber treffen, wie groß die Vereinigung dieser beiden Mengen ist. Das wird irgendwie mit der Größe der beiden Mengen zu tun haben. Also man wird vielleicht erstmal naiv anfangen, die Summe der Kardinalitäten der beiden beteiligten Mengen hinzuschreiben. Aber das ist im Allgemeinen zu viel, denn es kann ja Elemente geben, die sowohl in A als auch in B sind. In A ist 1, 2, 3 und B ist 3, 4, 5. Und wenn Sie die vereinigen, dann haben Sie die 3 sowohl in A als auch in B, aber in der Vereinigung, die 3 ist ja nur einmal da. Und wenn Sie hier die Kardinalitäten von A und B addieren, dann haben Sie das Element 3 doppelt gezählt. Und deswegen, wenn Sie wirklich Gleichheit möchten, dann müssen Sie diese doppelt gezählten wieder abziehen. Und welche hat man hier vorne bei A plus B doppelt gezählt? Ja, die sowohl in A als auch in B sind. Das heißt, man muss dann den Durchschnitt, die Kardinalität des Durchschnitts abziehen und dann passt's. Für endliche Mengen, ja? Jo, unendliche Mengen gibt es auch, ja. N0, die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen. Und um das hier schon mal erwähnt zu haben, also in einem präzisen Sinne, die rationalen Zahlen sind genauso unendlich groß wie die natürlichen Zahlen, aber die reellen Zahlen sind viel unendlich größer, unendlich viel größer als die natürlichen Zahlen. Wenn Sie eine unendliche Menge haben, da können Sie natürlich Teilmengen nehmen, die nur endlich sind. Sie picken sich halt von den unendlich vielen Elementen endlich viele raus. Da gibt es also endliche Teilmengen und die Menge aller dieser endlichen Teilmengen ist aber wieder unendlich. Ja? Es gibt unendlich viele endliche Teilmengen. Na, nehmen Sie die N0, da haben Sie die endliche Teilmenge, die nur die 1 enthält. Da haben Sie die endliche Teilmenge, die nur die 2 enthält. Die endliche Teilmenge, die nur die 3 enthält. Davon haben Sie offensichtlich unendlich viele. Oder Sie nehmen Anfangsstücke von N0, ja? Die Zahlen von 1 bis 2, von 1 bis 3, von 1 bis 4. Und unendliche Mengen haben auch unendliche Teilmengen natürlich, und zwar auch wieder unendlich viele, und zwar sehr, sehr unendlich viele in einem gewissen Sinne. Und die unendlichen Teilmengen, naja, da nehmen Sie eben unendlich viele Elemente aus der Menge raus, und von denen, die Sie übrig lassen, die Sie nicht nehmen, das können endlich viele sein, das können unendlich viele sein, ne?
So, kartesisches Produkt tauchte auch auf, ist auch ganz wichtig. Also wir haben so eine Notation für das, was man Paare nennt, in runden Klammern A, B. Und wenn das erste Element klein a aus einer Menge groß a stammt und klein b aus groß b, dann die Menge aller dieser Paare schreibt man a Kreuz b und nennt dann das kartesische Produkt von den beiden Mengen. Das ist immer so, da können auch a und b unendlich sein. Wenn es endlich ist, kann man sie noch alle hinschreiben, aber das ist die Definition, auch wenn a oder b unendlich ist. Aber muss nicht sein, also nehmen Sie irgendeine Menge a, Sie können auch das kartesische Produkt mit der leeren Menge betrachten. Und was ist das? Naja, im Zweifelsfalle, Definitionen sind dafür da, dass man sie wirklich ernst nehmen kann. Also wenn Sie hier wissen wollen, was ist kartesisches Produkt aus irgendeiner Menge a und der leeren Menge, nehmen Sie die Definition, schreiben Sie die ab und setzen halt das konkret ein, was Sie konkret einsetzen wollen. Also a, kartesisches Produkt mit leerer Menge, das ist die Menge aller Paare a, b. Oh, was war das jetzt? Menge aller Paare a, b mit der Eigenschaft von oben abgeschrieben, a ist Element von Groß A und b ist Element der leeren Menge. Naja, und jetzt dürfen Sie mal raten, wie viele Paare man da bauen kann, wenn b die zweite Komponente des Paares aus der leeren Menge stammen muss. Ne? Ja, also kein Problem. Ne? Zum kartesischen Produkt auch noch der Hinweis, also wenn a und b endlich sind, dann die Größe des kartesischen Produkts ist tatsächlich einfach Produkt der Kardinalitäten der beteiligten Mengen a und b. Vorstellung, jedenfalls wenn a und b endlich und beide nicht leer sind, ne? Sie können ja so eine Tabelle hinmalen. Für jedes, also so ein Rechteck mit Paaren. Und für jedes Element aus der ersten Menge A haben Sie hier eine Spalte. Und das Gemeinsame der Paare in der ersten Spalte ist, dass die eben die gleiche erste Komponente haben. Also hier in der ersten Spalte überall A1. In der zweiten Spalte steht hier überall A2 und so weiter. Und in einer Zeile schreiben Sie alle Elemente auf, die gleiche zweite Komponente haben. Und dann, ja, wie viele Paare haben Sie hier? Ja, Anzahl Zeilen mal Anzahl Spalten. A mal B. Das ist jetzt vielleicht kein ganz strenger Beweis, aber jedenfalls eine sehr gute Eselsbrücke, ja. So, Potenzmengen hatten wir auch. Ist auch öfter mal nützlich. Und was ist das? Die Potenzmenge einer Menge m. Das ist die Menge aller Teilmengen von einer, die Potenzmenge einer Menge a, Entschuldigung, ist die Menge aller Teilmengen m von a. Und die Schreibweise kommt möglicherweise daher, dass eben die Anzahl der Elemente in der Potenzmenge, also die Anzahl der Teilmengen einer Menge a, ist 2 hoch die Anzahl Elemente in A, jedenfalls wenn A endlich ist, ja. Auf dieser Verdacht wird gelehrt durch ein paar Beispiele. Also die Potenzmenge der leeren Menge, ja. Also immer, wenn irgendetwas definiert wird, machen Sie einfache Beispiele. Habe ich das schon mal erwähnt? Und fangen Sie mit was Simplem an. Ja, die Menge A ist die leere Menge. Dann, was ist die Potenzmenge der leeren Menge? Da müssen Sie gucken nach den Teilmengen der leeren Menge. Naja, die leere Menge hat nur eine Teilmenge, nämlich sich selbst. Und deswegen ist die Potenzmenge der leeren Menge die Menge, die nur diese eine Teilmenge, die leere Menge, enthält. Und die Potenzmenge hier, die enthält ein Element, die leere Menge, ja. Diese Menge ist nicht leer, hier die ganze Menge, die Potenzmenge der leeren Menge.
So, dann nehmen Sie eine Menge, die ein Element enthält, meinetwegen die Zahl 1. Welche Teilmengen gibt es? Naja, wieder, die leere Menge ist natürlich Teilmenge. Und wenn Sie eine größere Teilmenge haben wollen, dann müssen Sie die 1 nehmen, dann haben Sie gleich die ganze Menge. Und andere Möglichkeiten gibt es nicht. Also die Potenzmenge enthält die leere Menge und die ganze Menge und sonst nichts, sind zwei Elemente. Und wenn Sie so zum Beispiel nach den Teilmengen von so einem Alphabet, das A und B enthält, gucken, naja, welche Teilmengen können Sie bilden? Die leere Menge ist Teilmenge von AB. Ganz AB ist Teilmenge von AB. Ja. Und jetzt gibt es aber auch noch so Teilmengen mit einer Kardinalität zwischen 0 und 2, also 1 hier. Sie können die Menge bilden, die nur das A enthält, aber nicht das B. Und die Menge, die Teilmenge, die nur das B enthält, aber nicht das A. Und andere Möglichkeiten gibt es nicht. Macht 4. Ja. Also Potenzmengen der Größe 1, 2, 4. Das sieht nach Zweierpotenzen aus. So, und wie gerade schon gesagt, ne, also die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge A. Deswegen ist die leere Menge Element der Potenzmenge jeder Menge A. Und jede Menge A ist Teilmenge von sich selber und deswegen ist jede Menge A auch Element der Potenzmenge der Menge selbst. Und es kann natürlich sein, also wenn A die leere Menge ist, steht natürlich hier in beiden Zeilen das Gleiche, ja? Aber im Allgemeinen nicht. Also die Potenzmenge, das sind... enthält als Elemente die Teilmengen von A. Also für die eine Aufgabe, da geht es um eine Abbildung, deren Funktionswerte aus der Potenzmenge von N0 stammen. Das heißt, die Funktionswerte sind Teilmengen von N0. Unendliche Vereinigungen. Ja. Hier ist eine endliche Vereinigung erstmal hingeschrieben. A1 vereinigt mit A2, A3, A4 und A5. Dafür haben wir so eine Notation hier eingeführt, so ein großes Vereinigungszeichen. Und dahinter steht so AI, ja, also Mengen AI und I ist so ein Index, der aus irgendeiner Menge stammt. Und jetzt hier in diesem Beispiel eben aus der Menge, die Zahlen 1 bis 5 enthält. Aber wir haben das auch festgelegt für den Fall, dass diese Indexmenge hier unten unendlich ist. Hier haben Sie für jedes i-Element N0, also für unendlich viele i, die Definition einer Menge Bi. Das soll nämlich sein, alle ganzen Zahlen größer gleich minus i und kleiner gleich i. Und auch hier wieder, ja, wenn Sie so viele Symbole am Anfang noch etwas unsicher werden lassen, machen Sie einfache Beispiele, habe ich das schon mal erwähnt. Also, was ist B0? Nehmen Sie einfach die Definition und, Entschuldigung, schreiben Sie ab. B0, ja, all J aus Z, abgeschrieben aus der Zeile drüber mit minus i, das i ist jetzt 0. Ne? Mit minus 0 kleiner gleich j kleiner 0. So, das ist einfach die Definition für i gleich 0. Also Definition genommen für i 0 eingesetzt. Also hier sind alle ganzen Zahlen drin, die größer gleich minus 0 und kleiner gleich 0 sind. Naja, das ist die 0. Ne? Und sonst keine Zahl. Und b1 sind alle j zwischen minus 1 und 1. Und b2 sind dann alle ganzen Zahlen zwischen minus 2 und 2 und so weiter. B3, B4, B5. Geht immer so weiter. Und wie man sieht, offensichtlich B0 ist Teilmenge von B1 und B1 ist Teilmenge von B2 und so. Es sind ganz nett so ineinander geschachtelte Mengen sozusagen mit vielen Anführungszeichen. Was passiert, wenn Sie die alle vereinigen? Das sind jetzt unendlich viele Mengen, ja, B0, B1, B2, für alle i aus N0. In der großen Vereinigung sind alle Elemente, die in mindestens einem Bi sind. Wenn Sie alle vereinigen, dann kommen die ganzen Zahlen raus.
Das sind dann alle ganzen Zahlen. Wollen wir uns das nochmal ein bisschen klarer machen? Wie sieht man das ein? Also wie einfache Methode, ja, man zeigt, die linke Menge ist Teilmenge der rechten Menge und die rechte Menge ist Teilmenge der linken Menge. Das ist so der Standard, ja, also Gleichheit beweisen, a gleich b. Man zeigt die beiden Inklusionen und das heißt a Teilmenge b. Man muss zeigen, wenn x aus groß A ist, x beliebig, dann immer x ist auch Element von b. Das ist einfach die Definition von Inklusion. Und wenn b Teilmenge von a, müssen Sie ein beliebiges x aus b hernehmen, sozusagen für jedes muss dann gelten, es ist auch Element von a. Mehr müssen Sie nicht tun, weil wir gesagt haben, also Mengen sind eindeutig dadurch festgelegt, welche Elemente drin sind. Na, es gibt nicht eine grüne Menge, die die Zahlen 1 und 2 enthält und eine rote Menge, die die Zahlen 1 und 2 enthält. Es gibt nur eine Menge, die die Zahlen 1 und 2 enthält. So. Jetzt mache ich gerade noch diese Folie hier fertig, dann gehe ich noch mal zu einer Folie zurück, weil hier gerade noch eine Frage aufgetaucht ist. Manchmal sind jetzt die Beweise so, wenn Sie zeigen müssen, wenn x Element von A ist, dann ist auch x Element von B. Da macht man halt so eine Argumentation. Fängt an, na, wenn x Element von A ist, dann gilt irgendeine Behauptung x1. Und wenn die gilt, dann gilt irgendeine Behauptung x2. Und dann gilt irgendein x3. Und dann folgt daraus offensichtlich x ist Element von B. Und es kann passieren, das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, mit dem Beispiel, dass für die umgekehrte Argumentation, wenn x in B ist, dann gilt auch, dass x in A ist, man sozusagen genau die gleiche Argumentationskette rückwärts machen kann. Wenn x in B ist, dann gilt auch diese Behauptung x3 und daraus folgt dann auch die Behauptung x2 und daraus folgt dann auch die Behauptung x1 und daraus folgt dann auch offensichtlich x ist Element von A. Und wenn das der Fall ist, das muss nicht immer die einfachste Methode sein, diese beiden Argumentationen hier zu finden. Manchmal ist es bequemer, sich da unterschiedliche Dinge zu überlegen. Ja, nicht das eine rückwärts vom anderen. Aber wenn das so ist, dann können Sie sozusagen das zusammenfassen und den Beweis der Gleichheit sozusagen in einer Argumentationskette hinschreiben, die man vorwärts und rückwärts lesen kann. Ja, so. X ist Element von A genau dann, wenn irgendeine Aussage x1 gilt. Also wenn x aus A ist, dann gilt x1 und umgekehrt auch. Wenn x1 gilt, ist auch x aus A. Und wenn x1 gilt, genau dann gilt auch x2 von links nach rechts, von rechts nach links. Und wenn x2 gilt, genau dann gilt auch x3 und umgekehrt. Und genau dann gilt x aus B. Und dann spart man sich manchmal Schreibarbeit. Kommt vor. Und dann ist es natürlich auch bequem, wenn man das nicht doppelt hinschreiben muss. Aber bitte, es muss natürlich in jedem Schritt so sein, von jedem xi nach xi plus 1, es muss in beide Richtungen logisch zwingend sein. Wenn aus x1 folgt x2 und aus x2 folgt x1. Wenn Sie etwas haben, was nur in eine Richtung gilt, dann können Sie das so nicht machen. Ne? So, und jetzt habe ich versprochen, nochmal zurückzugehen zu der Potenzmenge. Und es hat jemand gefragt, also ich glaube, die Frage, so wie die Frage da steht, haben wir das gar nicht definiert, aber man kann sich ja fragen, was ist, wenn ich die Potenzmenge einer Menge habe, nehme alle diese Elemente, das sind ja Teilmengen von A, und vereinige die alle. Was kommt da raus? Also ich hoffe, dass die Frage so gemeint war. Also jetzt hier meinetwegen, Sie nehmen diese vier Mengen, die leere Menge, die nur A enthält, die nur B enthält, die A und B enthält, und vereinigen die alle. Was kommt raus? Naja, also eine dieser Mengen, die Sie hier alle vereinigen, ist ja die ganze Menge A. Und die anderen sind alle Teilmengen von A. Wenn Sie die alle vereinigen,
kommt die ganze Menge A raus. Ne? So. Jo, wir waren fast hier. Ah ja, genau. Und jetzt nochmal zu diesen Mengen BI, die alle ganzen Zahlen zwischen minus I und I enthalten. Behauptung, wenn man diese Mengen alle vereinigt, kriegt man alle ganzen Zahlen. Beweis, naja, man beweist, die beiden Inklusionen ist eine Möglichkeit. Das heißt, man muss zum einen zeigen, die ganzen Zahlen sind Teilmenge dieser großen Vereinigung. Also wenn ich irgendeine ganze Zahl nehme, dann ist diese Zahl x auch in dieser großen Vereinigung. Und die Definition von der großen Vereinigung war, man nimmt alle Elemente, die in mindestens einem BI sind. Das heißt, man ist fertig, wenn man für ein beliebiges x aus den ganzen Zahlen gezeigt hat, es ist in mindestens einer Menge BI. Naja, und wie man sieht, also wenn x größer gleich 0 ist, dann ist x aus bx, weil bx ja alle Zahlen kleiner gleich x enthält. Und wenn x negativ ist, dann nehmen sie halt b minus x, also minus 5 ist Element von b5, weil man ja hier von minus i bis i geht. So, und folglich, also jede ganze Zahl finden Sie in einer Menge bx oder b minus x. Und folglich ist jedes solche x dann auch in der großen Vereinigung. Und die andere Inklusion, ja, nehmen Sie ein Element aus der großen Vereinigung, dann muss das x aus einem bi sein, denn nur solche Elemente kommen in die große Vereinigung. Und offensichtlich enthält aber bi nur Elemente aus z per Definition, also jedes bi ist Teilmenge von z. Und wenn bi Teilmenge von z ist und x ist aus bi, dann muss x aus z sein. Das ist einfach die Definition von Inklusion. Ja? Wenn x aus bi ist und bi ist Teilmenge von z, dann ist x in z. So. Und damit sind wir am Ende der großen Übung, die viel länger gedauert hat, als ich das so gedacht habe. Und ja, diese Folien hatte ich vergessen hochzuladen nach Ilias, aber Herr Modanese hat das freundlicherweise inzwischen gemacht. Also die finden Sie da dann auch. Das ist auch immer der Plan, dass die da sind. So, und damit kommen wir zu dem Vorlesungsteil. Und da machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind ja in Kapitel 4, in dem es um Wörter geht. Und der Punkt, ein wesentlicher Punkt war jetzt erstmal, dass wir eine formale Definition von Wort gegeben haben, weil sie halt manchmal hilfreich ist, wie Sie hoffentlich dann gleich noch sehen werden. Und jedenfalls mir hätte es geholfen, wenn man mir sowas auch mal gegeben hätte, mir, als ich Student war. Ja? So, also was ist ein Wort? Na, Zeichen nebeneinander geschrieben und sozusagen durchnummeriert. Und wir fangen mit der Nummerierung bei 0 an, wie das in Java bei Arrays ist. Also beim Wort Milchreis an der Stelle 0 steht das große M, an der Stelle 1 ein I, an der Stelle 2 ein L und so weiter. An der Stelle 7 wieder ein I, an der Stelle 8 ein S. Also wir nehmen als solche Abbildungen, der Definitionsbereich sind die Zahlen von 0 bis n minus 1 für irgendeine Zahl n. Und der Zielbereich, wenn wir ein Wort über einem Alphabet A, wie wir dann sagen, haben wollen, der Zielbereich, das muss eine Teilmenge B dieses Alphabetes A sein. Und wir verlangen, dass man eben diese Zielmenge B so klein macht, dass da nur die Symbole drin sind, die auch wirklich in dem Wort vorkommen. Also diese Abbildung W muss surjektiv sein. Sie erinnern sich, eine surjektive Abbildung ist eine, wo es für jedes Element des Zielbereichs, also jedes Symbol hier, mindestens ein Element im Definitionsbereich gibt, das auf dieses Element abgebildet wird. Also wir wollen hier nur Symbole haben, die an mindestens einer Stelle in dem Wort vorkommen. Ja? Und diese Menge Zn enthält also die Zahlen von
größer gleich 0 und kleiner n, die nicht negativen ganzen Zahlen. Das sind also genau n-Zahlen, ja, von 0 bis n minus 1. Ne? Z4 enthält die Zahlen von 0 bis 3. Z1 enthält nur die 0 und Z0 ist die leere Menge. Und dieses n, das nennen wir auch die Länge des Wortes, das ist die Anzahl der Symbole, die man da normalerweise nebeneinander hinschreibt. Ja? Und stellen Sie sich erstmal vor, ne, n ist größer gleich 1, da steht immer mindestens ein Symbol. So, für die Menge aller Wörter schreiben wir A Stern. Da gibt es also zwei Wörter der Länge 1, wenn wir jetzt als Beispiel mal AB nehmen. Und Sie sehen schon, ne, also hier oben A ist einfach ein Symbol, hier ist gemeint, hier unten A ist ein Wort der Länge 1 und an der ersten Stelle steht ein A. Das kann man, wenn man es hinschreibt, gar nicht unterscheiden. Ist aber typischerweise nicht schlimm. Es ist schlimm in Programmiersprachen, da müssen Sie vielleicht sorgfältig unterscheiden, habe ich eine Zeichenkette oder ein einzelnes Zeichen? Ich glaube, in Java ist das so. Aber hier, man sieht halt keinen Unterschied. So, und dann gibt es zwei Wörter der Länge 4, A, 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 B, B, A, B, B, 8 Wörter der Länge 3 und so weiter. Und eben auch das leere Wort. Das hat die Länge 0. Dazu kommen wir gleich noch. Also A Stern formal ist die Menge aller surjektiven Abbildungen von irgendeinem Zn auf eine Teilmenge B von A. Das leere Wort besteht aus Null-Symbolen, hat die Länge 0 und wir schreiben dafür immer ein kleines griechisches Epsilon. Und formal ist das eine surjektive Abbildung von Z0 auf eine Teilmenge des Alphabets. Z0 ist die leere Menge. Und wenn Sie keine Argumente haben, dann dürfen Sie auch keine Funktionswerte haben. Also damit das surjektiv ist, die Zielmenge muss auch die leere Menge sein. Und dann wundert man sich vielleicht im ersten Moment, warum das eine Abbildung sein soll. Aber im zweiten Moment gucken Sie einfach auf die Definition von Abbildung. Das ist eine Relation, die links total und rechts eindeutig ist. Warum soll es das nicht geben? Naja, also und eine Relation, die Teilmenge ist von leerer Menge, linke Menge hier, kartesisches Produkt mit rechter Menge. Wenn beide hier leer sind, das kartesische Produkt ist natürlich auch leer. Und das heißt, das leere Wort hier, das muss eine Teilmenge, eine Relation sein, LR, die eine Teilmenge ist der leeren Menge. Das kann nur gleich der leeren Menge sein. Und das aufgefasst als Relation, gucken Sie die Definitionen an. Hier, wenn R alles ist, leere Menge kreuz leere Menge, das ist links total, das ist rechts total, das ist rechts eindeutig. Das ist eine surjektive Abbildung, wenn auch eine kuriose. Also ist das ein Wort. Und es gibt offensichtlich nur ein solches Gebilde, es gibt nur ein leeres Wort. Ja? Da gewöhnt man sich dran. Stellen Sie sich einfach vor, eine Zeichenkette der Länge 0. Ja, da ist eine Zeichenkette, aber da stehen keine Symbole drin. Das ist wie mit der Zahl 0. Daran haben Sie sich ja auch gewöhnt. Sie haben kein Problem, über 0 Äpfel oder sowas zu reden. Obwohl, sind das noch Äpfel oder man weiß es nicht so genau. Das leere Wort, also wenn man es formal betrachtet, ist die leere Menge, aber das ist selbst ein Objekt. Ja? Das ist etwas und das kann Element von Mengen sein und führt dann auch dazu, dass es mitgezählt wird, wenn Sie schauen, wie viele Objekte sind denn in der Menge. Also hier diese Menge, die das leere Wort, das Wort A, B, A, A und noch ein längeres enthält, hat die Kardinalität 3. Das sind 3 Wörter drin. Auch wenn das eine Wort ganz kurz ist und praktisch nicht zu sehen ist und nur daran erkennbar ist, dass wir da ein Epsilon hinschreiben, das wir gar nicht meinen. Ja? Und wenn Sie eine Menge machen und da nur das leere Wort reinpacken, dann enthält diese Menge ein Element. Ja? Das ist nicht die leere Menge. Das ist was anderes. In der leeren Menge ist gar nichts. In der Menge, die das leere Wort enthält, ist ein Objekt, nämlich das leere Wort. Sie können sich hier statt Epsilon auch vorstellen, die leere Menge. Ja? Haben wir gerade uns überlegt. Statt Epsilon, aber die Menge außenrum, die die leere Menge enthält, hat ein Element. Hatten wir gerade auch schon in der Übung.
Also nicht durcheinander bringen, ne? Und die übliche Methode ist, Epsilon hinzuschreiben. Also für die eine Hälfte der Menschheit. Die andere Hälfte schreibt ein kleines griechisches Lambda. Wir hatten gesagt, wir schreiben A Stern einfach per Konvention als Menge aller Wörter, die man bilden kann über dem Alphabet A. Manchmal will man etwas konkreter reden über alle Wörter einer bestimmten Länge n über dem Alphabet A. Dafür schreiben wir A hoch n. Also wenn A das Alphabet AB ist, wieder eine A hoch 0 enthält alle Wörter der Länge 0. Das ist nur das leere Wort. A hoch 1 enthält die beiden Wörter der Länge 1, A hoch 2 die vier Wörter der Länge 2 und so weiter. Also A Stern ist sozusagen A hoch 0 vereinigt A hoch 1, vereinigt A hoch 2, vereinigt A hoch 3. Aber dann und so weiter. Und diese Punktchen sind aber nicht gut, ja. Sie dürfen sowas bitte nie hinschreiben. Ordentlich hingeschrieben. Wofür haben wir die Symbolik? Na, jetzt. Ordentlich hingeschrieben. A Stern ist die große Vereinigung aller A hoch I für I aus N0. Da sind keine Pünktchen, das ist präzise definiert, die große Vereinigung, alles ist gut. Hier nochmal, ne? Was ist die Vereinigung der A hoch I? Alle W mit der Eigenschaft, es gibt ein I, mit der Eigenschaft W ist Element A hoch I. So, jetzt wissen wir, was ein Wort ist. Das sind sozusagen Symbole der Reihe nach hingeschrieben und sozusagen durchnummeriert von 0 bis n minus 1. Und in der Tat, das können Sie sich auch vorstellen als eine Liste. Also wenn Sie irgendwie sagen, ich will jetzt definieren, was ist eine Liste der Länge k, da können Sie auch sagen, naja, das sind halt durchnummeriert k Elemente. Da steht ein erstes Element an Stelle 0, ein zweites an Stelle 1 und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen das Gleiche. Ja. Nur ist es halt üblich, wenn Sie eine Liste von drei Zahlen hinschreiben, üblicherweise, Sie machen halt runde Klammern und trennen die Zahlen durch Kommata. Jedenfalls beim Programmieren. In Mathematik, wenn Sie einen Vektor hinschreiben, Sie machen runde Klammern außenrum, aber fügen so ein bisschen Abstand zwischen den Komponenten, zwischen den Zahlen ein, schreiben keine Kommata hin. Da gibt es verschiedene Notationsmöglichkeiten. Bei Wörtern üblicherweise, man schreibt halt die Symbole direkt hintereinander, weil man in der speziellen Situation ist. Was man hinschreibt für ein Element, für einen Eintrag in der Liste, ist ein einzelnes Symbol. Man kann es klar unterscheiden von den anderen. So, und jetzt kommen wir zu Operationen oder vor allem der Operation schlechthin auf Wörtern, nämlich Konkatenation. Die sogenannte Konkatenation ist etwas ganz Simples. Konkatenation von zwei Wörtern bedeutet, Sie schreiben erst das erste Wort hin und kleben das zweite direkt hinten dran. Das ist tatsächlich alles. Wenn man ein Operationssymbol hinschreibt, dann nimmt man typischerweise so ein Pünktchen. Und wie bei Multiplikation von Zahlen lässt man das Pünktchen manchmal auch weg. Also nehmen Sie an, Sie haben das Wort Schrank und das Wort Schlüssel. Wenn Sie dann das Wort Schrank konkatenieren mit dem Wort Schlüssel, dann das Ergebnis ist einfach die Symbole hintereinander weg hingeschrieben als ein Wort Schrank, Schlüssel. Und wenn Sie die beiden Wörter in der umgekehrten Reihenfolge konkatenieren, dann anschaulich, also erst Schlüssel konkateniert mit dem Wort Schrank, gibt halt das Wort Schlüsselschrank. Punkt. Das ist erstmal so informell beschrieben, was man da tut. Wie man sieht, kommen da unterschiedliche Wörter raus. Ja, bei dem ersten steht an der vierten Stelle, also an der Stelle mit der Nummer 3, ein R und, oh, Entschuldigung. Und beim anderen steht ein L. Das sind verschiedene Wörter. Und die bedeuten ja auch jetzt in diesem Fall inhaltlich verschiedene Dinge. Ein Schrankschlüssel ist ein Schlüssel. Und ein Schlüsselschrank ist ein Schrank. Ja, das sind deutlich unterschiedliche Objekte. Also, anscheinend Reihenfolge ist wichtig. Ja?
Aber hier so diese Festlegung, ja, man schreibt die einfach hintereinander, ist ein bisschen vage. Was passiert, wenn ein Wort das leere Wort ist? Und den Punkt darf man auch weglassen. Und das ist das, was mich als Student immer irritiert hat. Wenn jetzt hier da sowas steht, ist das das eine Wort oder ist das jetzt die Konkatenation von mehreren Wörtern? Irgendwie habe ich mich da nicht so richtig wohl gefühlt. So, deswegen nutzen wir unsere Definition von Wort und definieren jetzt dann auch formal, was Konkatenation bedeutet. Was muss passieren? Statt Schrank und Schlüssel hier mal zwei kürzere Wörter. Ja, wenn Sie das Wort Apfel und das Wort Mus konkatenieren, soll Apfelmus rauskommen. Also, das Wort Apfel ist so eine Abbildung, die sagt einem für die Stellen 0 bis 4 in dem Wort, welche Buchstaben stehen da. Ja, das ist das Wort Apfel. An der Stelle 0 ein A und ganz hinten an Stelle 4 ein L. Und das Wort Mus ist eine surjektive Abbildung, die sagt einem für die drei Stellen in dem Wort, an der Stelle 0 steht ein M, an der Stelle 1 ein U, an der Stelle 2 ein S. Das sind zwei Wörter, formal in unserer Definition. Und wir müssen jetzt irgendetwas definieren, was daraus das Wort Apfelmus macht. Und was ist das Wort Apfelmus? Na, das ist eine surjektive Abbildung, die den 8 Zahlen von 0 bis 7 für die festlegt, an jeder Stelle, was steht da. Und natürlich an Stelle 0 soll ein A stehen wie im ersten Wort, an Stelle 1 ein P wie im ersten und so weiter und so weiter und so weiter. Und an der letzten Stelle des ersten Wortes für Stelle 4, da soll gelten, ja, also in dem konkatenierten Wort an Stelle 4 soll das gleiche L stehen wie in der Stelle 4, an Stelle 4 in dem ersten Wort, das konkatiniert wird mit dem zweiten. Und dann hinten dran in dem Ergebnis an den Stellen 5, 6 und 7 möchte ich die Symbole in der gleichen Reihenfolge sehen wie im zweiten Wort, in dem zweiten Argument für die Konkatenation. Also erst das M, dann das U, dann das S. Aber eben jetzt sind wir hier hinten an den Stellen 5, 6, 7. Und man muss dann also sozusagen aus dem Ausgangswort die Buchstaben an Stellen weiter hinten verschieben. Oder andersrum gesagt, wenn Sie wissen wollen, was an Stelle 5 in der Konkatenation steht, und das ist größer als der letzte Index hier des ersten Faktors 4, da müssen Sie eben abziehen, so viele Symbole wie hier davor stehen, die Länge des ersten Wortes müssen Sie abziehen von der 5, also die Länge ist 5. Wenn Sie von der 5 hier 5 abziehen, sind Sie bei 0 und dann schauen Sie bei 0 im zweiten Wort, da steht ein M, das kommt dahin. Und wenn Sie wissen wollen, was steht an Stelle 7, ziehen Sie die Länge des ersten Wortes ab, bleibt 2 übrig, schauen Sie hier bei 2 ist ein S, das schreiben Sie dahin und fürs U. Also, die Definition wäre dann so. Wenn Sie eine surjektive Abbildung W1 haben, von ZM nach A1, irgendein Wort, irgendeiner Länge M, und wenn Sie irgendein Wort W2 haben, irgendeiner Länge N, auf irgendeine Teilmenge A2, dann steht jetzt hier die Definition von Konkatenation und das ist jetzt einfach hier hingeschrieben. Ja? Also die Konkatenation von W1 und W2 ist eine Abbildung von Zm plus n nach A1 vereinigt A2. Und an Stelle i, Funktionswert an der Stelle i soll sein, Fallunterscheidung. Wenn i größer gleich 0 und kleiner m ist, dann ist das einfach W1 von I. Und wenn I größer gleich M und kleiner M plus N ist, soll das sein W2 von I minus M. Nun kann man natürlich viel hinschreiben, wenn der Tag lang ist, auch ich, und kann behaupten, na, das ist die Definition von Konkatenation. Aber erstens, man muss es sich mal genauer angucken und zweitens, man muss sich klar machen, dass das alles Hand und Fuß hat, ja, und nicht irgendwelcher Quatsch ist. Da ist nicht eine Katze über meine Tastatur gelaufen und hat zufällig irgendwelche Tasten betätigt und das ist rausgekommen. Mal unterstellt, das ist eine vernünftige Definition und ja, sie ist vernünftig.
Dann, was Sie sofort sehen, hier die Länge des Wortes, das sich durch Konkatenation von W1 und W2 ergibt, ist M plus N. Und M ist die Länge von W1 und N ist die Länge von W2. Das heißt, was man hier sofort geschenkt kriegt, ist, die Länge der Konkatenation ist Summe der Längen der beiden beteiligten Wörter. Aber ja, was ist jetzt mit dieser Definition? Ich habe sie hier nochmal hingeschrieben, ja? Wieder, wenn Sie sowas vorgesetzt kriegen, also erstens lassen Sie sich niemals abschrecken. Und dann zweitens, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens einfache Beispiele machen, habe ich das schon mal erwähnt. Und zweitens das Ganze zerhacken in kleine überschaubare Teile und schauen, ob das alles Hand und Fuß hat. Ja? Und dann sich so nach und nach klar machen, was wird hier veranstaltet. Und wenn Sie einfache Beispiele machen, nehmen Sie ruhig auch immer bei Definitionen, die Ihnen nicht geheuer sind, die Sie noch nicht gesehen haben, Beispiele, die so irgendwelche Randfälle ausprobieren. Nicht so ein allgemeines Ding wie Apfel und Mus, sondern irgendwelche Extremfälle, wenn es die gibt. So, also nicht abschrecken lassen. Behauptung, ich behaupte, das ist eine Definition, nämlich die einer Abbildung hier und zwar eines Wortes. Also ich behaupte, das ist die Definition einer surjektiven Abbildung. Da muss man also gucken, wird für alle i wirklich was festgelegt? Da ist hier eine Fallunterscheidung. Da muss man dann natürlich auch gucken, muss man aufpassen, dass nicht für ein i hier hinten diese Fälle, wann gilt was, dass sich das nicht überschneidet, dass nicht für ein i beide Bedingungen erfüllt sind. Und dann wird hier zweimal was vorgeschrieben. Und wenn das verschiedene Dinge sind, weiß man überhaupt nicht mehr, was das tun soll. Und wenn ich behaupte, das ist ein Wort, dann muss ich auch nachweisen oder belegen, dass das eine surjektive Abbildung ist. Ja. Das muss man sich alles angucken. Und wenn Sie das so Schritt für Schritt machen bei Definitionen, auch bei neuen. Und ein Aspekt auch von Hausaufgaben ist einfach, dass wir da irgendwelche kurzfristig mal spontan sozusagen irgendwo lokal in der Aufgabe irgendwas definieren und Sie müssen sich die Definition halt angucken, auseinanderfummeln, verstehen, was da getan wird. So, also machen wir das hier in dem Beispiel mal kurz. Nochmal hier oben das hingeschrieben, wovon ich behauptet habe, es sei Definition. Also, da ist eine Fallunterscheidung. Da muss man sich als erstes mal klar machen, also in Frage als Argument i kommt ja jede Zahl aus z, m, n, also jede Zahl größer gleich 0 und kleiner als m plus n. Wird hier für jedes i überhaupt irgendetwas festgelegt? Und da muss man sich hier die Bedingungen ein erstes Mal angucken. Und der erste Fall legt hier was fest für die Zahlen ab 0 bis m minus 1, ja, für alle i echt kleiner als m. Und i ist eine ganze Zahl. Ne? Also bis m minus 1 und dann ab m brauchen wir was anderes. Und ab m schlägt aber tatsächlich der zweite Fall zu. Für i größer gleich m wird hier was festgelegt. Und für alle i bis m plus n minus 1, und das sind auch alle, die wir hier brauchen. Also tatsächlich für jedes i wird hier mindestens einmal was festgelegt. Ja? So, also, es wird kein i vergessen. Dann müssen wir als zweites gucken, aber gibt es womöglich ein i, für das mehrfach was festgelegt wird? Und dann wird es gefährlich, denn das könnten ja unterschiedliche Dinge sein, dann ist das ein Widerspruch. Naja, aber wie Sie hier sehen, der erste Fall geht bis m minus 1, also hört auf bei dem letzten i echt kleiner als m. Und der zweite Fall betrifft die i größer gleich m, das sind disjunkte Bereiche. Es wird für kein i zweimal was festgelegt. Da gibt es keinen Widerspruch. Dann steht hier in der Fallunterscheidung irgendwie, was der Funktionswert sein soll, vorausgesetzt, das sind vernünftige Dinge. Also hier steht jetzt einfach so lapidar W1 von i. Die Frage ist, also W1 ist ja ein Wort von Zm nach A1.
Ist W1 von I überhaupt definiert für die I, die hier in Frage kommen? Und das sind aber genau die richtigen. Ne? Das sind die aus ZM. Und für I aus ZM darf man nachgucken in Wort 1, was steht an Stelle I, denn W1 ist ja gerade ein Wort von ZM nach A1. Also das ist in Ordnung. Hier darf man W1 von I, das wird es immer geben für diese I. Und der zweite Fall hier, W2 von I minus M, W2 von I minus M, da muss man gucken, ist das denn immer in Ordnung, ja? Und da muss man jetzt schon vielleicht einen Blick mehr werfen. Also dieser Fall soll zuschlagen, wenn I größer gleich M und echt kleiner als M plus N ist. In diesem Bereich, das I minus M, ziehen Sie hier überall M ab. Da haben Sie dann also 0 kleiner gleich I minus M echt kleiner N. Also das I minus M ist dann größer gleich 0 und kleiner als N. Das heißt, diese Argumente, die stammen tatsächlich alle aus Zn. Und das heißt, das sind Stellen in dem zweiten Wort, da kann man wirklich nachgucken. Da steht ein Symbol und das kann man dann nehmen. Also tatsächlich immer ein vernünftiger Funktionswert definiert. Das, was hier hingeschrieben ist, das hat Hand und Fuß. Ja. Dann ist die nächste Behauptung, diese Gebilde, diese möglichen Funktionswerte stammen alle aus A1 vereinigt A2. Warum ist das so? Naja, W1 von I sind Symbole aus A1, weil W1 ein Wort ist, eine Abbildung, die surjektiv nach A1 geht. Und W2 von I minus M stammt immer aus A2, also egal welcher Fall zuschlägt. Man hat immer ein Symbol aus A1 vereinigt A2, passt auch. Und damit das ein Wort ist, muss das auch noch surjektiv sein. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendein Symbol aus A1 vereinigt A2 nehmen, dann muss das hier irgendwo auch mal vorkommen an einer Stelle. Warum ist das so? Naja, wenn das Symbol aus A1 ist, taucht es im ersten Wort auf. Und da wir hier im ersten Fall alle Symbole aus W1 durchgehen, werden wir also dieses Symbol aus A1 garantiert auch mal erwischen und es wird an einer Stelle in der Konkatenation stehen. Und analog für jedes Element aus A2. Das wird auf jeden Fall, da wir alle Elemente von W2 durchgehen, auch mit erfasst. Also es ist auch surjektiv. Gut. Aber wie gesagt, anschaulich, völlig harmlos. Sie nehmen Symbole des ersten Wortes und schreiben dahinter die Symbole des zweiten Wortes. Wenn die beteiligten Wörter tatsächlich Symbole haben. Ja? Und jetzt gucken wir uns, um mal was zu üben, nämlich Beweisen zu üben, an, was passiert, wenn man ein Wort mit dem leeren Wort konkateniert. Und was passiert, ist das Folgende, egal welches Wort W Sie nehmen, W konkateniert mit dem leeren Wort ist immer wieder W und das leere Wort konkateniert mit W ist auch immer wieder W. Das ist analog zum Rechnen bei den natürlichen Zahlen, zum Beispiel x plus 0 und 0 plus x ist immer wieder gleich x. Ein Element mit dieser Eigenschaft, man hat eine binäre Operation und verknüpft dieses Element, die 0 oder das leere Wort, mit irgendeinem anderen und es kommt dann immer das andere raus. Sowas nennt man immer ein neutrales Element. Also die Behauptung ist, das leere Wort ist neutrales Element bezüglich Konkatenation von Wörtern. Und wir behaupten, das gilt für jedes Alphabet und für jedes Wort über diesem Alphabet. Anschaulich, ja, irgendwie klar, ne? So händewedelnd, man schreibt erst das Wort W hin. Also nehmen wir mal hier den ersten Fall. Ja? Man schreibt das Wort W hin, dann hat man das da stehen und jetzt schreibt man hinten dran noch, nimmt man alle Symbole aus dem leeren Wort und klebt sie hinten dran in der gleichen Reihenfolge. In dem leeren Wort sind aber gar keine Symbole, da gibt es gar nichts zum Drankleben. Naja, dann passiert halt nichts und es bleibt einfach das Wort W stehen. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen händewedelnd. Wollen wir das mal beweisen? Und auch wieder, um so nebenbei irgendwie eine Standardvorgehensweise nochmal explizit hier zu sehen. Wenn Sie sagen, ja, ich beweise das jetzt für jedes Alphabet A, was wissen Sie denn, was es für Alphabete gibt, ja?
keine Ahnung. Also, was tut man? Man sagt, naja, hier, ich schreibe groß A. Das soll ein Alphabet sein. Und sonst mache ich keine Annahmen. Und alles, was ich jetzt sage und argumentiere, gilt, egal welches konkrete Alphabet man da nimmt. Also, wir haben jetzt ein beliebiges Alphabet A, das halten wir jetzt fest. Und für dieses Alphabet, ne, das ist jetzt so ein Name, so eine Variable, argumentieren wir jetzt. Und jetzt müssen wir argumentieren, für jedes Wort W aus A Stern gilt irgendeine Behauptung. Ja, wenn A ein Alphabet ist, mindestens ein Symbol enthält, Wörter aus A Stern, gibt es unendlich viele. Wie beweise ich etwas, dass es für jedes Wort gilt? Na, wieder, Sie sagen einfach, na, ich schreibe jetzt mal klein w als Variable für irgendein Wort aus A Stern. Ich nehme nichts weiter an, außer es ist ein Wort aus A Stern. Und jetzt mache ich eine Argumentation für das klein w. Und das ist sozusagen nur so ein Schema. Und man kann konkret statt w jedes konkrete Wort, irgendein A, B, A, B, B, C, X reinsetzen. Der Beweis wird stimmen. Wenn Sie ein anderes Wort einsetzen, ein konkretes, es stimmt einfach immer. Ja, also, sei es also A ein beliebiges Alphabet, irgendeins, und W irgendein Wort aus A Stern, also eine surjektive Abbildung von ZM nach auf eine Teilmenge B von A. Ein beliebiges Wort, wir wissen nicht, welche Länge es hat, aber eine Länge hat es, ja, das ist, jedes Wort ist eine Abbildung von irgend so einem ZM auf B. M wissen wir nicht, ist halt die Länge von W. Das ist das eine Wort und wir wollen das konkatenieren mit dem leeren Wort. Das leere Wort, haben wir gesagt, ist die surjektive Abbildung von der leeren Menge auf die leeren Menge. Und jetzt, das ist das Schöne an Definitionen, kann man die einfach hernehmen und ernst nehmen und einfach anwenden. Also die Konkatenation von W mit Epsilon nennen wir die jetzt erstmal W'. Und wir werden die gleich ausrechnen. Es gibt ja eine formale Definition von Konkatenation. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also, Definition von Konkatenation sagt, W' ist eine Abbildung, wenn Sie ein Wort W von ZM nach B haben und ein Wort Epsilon von Z0 auf die leere Menge, dann die Konkatenation ist nach Definition, die wir gerade gesehen haben, eine Abbildung von Z Index Summe der Längen der beiden Wörter m plus 0 auf Vereinigung der beiden Zielmengen b vereinigt leere Menge. Naja, m plus 0 ist natürlich m und b vereinigt leere Menge ist einfach b, nicht wahr? So. Also die Konkatenation von w und Epsilon ist jedenfalls eine Abbildung von, und zwar eine surjektive, ja. Wir haben uns davon überzeugt, dass das klappt, von ZM auf B. Und jetzt ist die Frage, was sind die Funktionswerte dieser Abbildung? Ja? Also wir haben W', surjektive Abbildung von ZM auf B. Und jetzt wollen wir ausrechnen, welches Symbol steht anstelle I in W' in dieser Konkatenation. W konkatiert mit Epsilon. Und ich habe Ihnen hier links nochmal die allgemeine Definition hingeschrieben von Konkatenation. Wie rechnet man einen Funktionswert aus? Und das schreibt man jetzt einfach ab und setzt halt das ein, was man hat. Also das W1, der erste Faktor ist das W, das W2 ist das leere Wort, M ist M und N ist 0. Das ist einfach die Definition abgeschrieben, ohne Nachdenken. So, und jetzt muss man sich das mal angucken. Das sieht ja auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, ja, denn hier steht, oh, im leeren Wort, wir gucken an der Stelle i minus m nach einem Symbol. Aber was sehen Sie? Also in den Fällen i größer gleich 0, kleiner m. Und es hat jemand gefragt, wieso sage ich hier manchmal i zwischen 0 und m minus 1?
Naja, also m minus 1 ist der letzte Wert, der für i noch in Frage kommt. Ja? Der echt kleiner als m ist. M ist ja nicht mehr dabei. So, also in diesem Fall von 0 bis m minus 1, kurz vor m, es wird einfach wi genommen. Und was ist der andere Fall? Das ist, der andere Fall ist, m ist kleiner gleich i. Und i ist echt kleiner als m. Merken Sie das. I muss größer gleich m und echt kleiner m sein. M plus 0 ist einfach m. Solche i gibt es gar nicht. Und also hier, was ist i? Also wir gucken uns jetzt eine beliebige Stelle an in dem Wort w' und wollen herausfinden, was steht da, ne? Und die Definition sagt, ja, das findet man raus, indem man diese Fallunterscheidung hernimmt und raus nachguckt, was kommt raus. Und wir haben jetzt gesehen, ja, die i, die hier in Frage kommen, der zweite Fall ist nie erfüllt. Das Epsilon von i minus m, das wird nie angeguckt. Das geht ja auch nicht. Es ist gut, dass das nie passieren kann. Immer, was rauskommt, ist einfach w von i. So, also W' von I ist immer W von I und W' hat den gleichen Definitionsbereich, Zm wie W. Es hat den gleichen Zielbereich, W, wie der erste Faktor. Und die Funktionswerte sind auch alle gleich. Das ist das Gleiche. W' ist gleich W. Und W' haben wir ja gerade ausgerechnet, ist das W konkateniert mit dem leeren Wort. Also W konkateniert mit dem leeren Wort ist einfach W. Schön, dass das alles so klappt, ne? Gut. Ja, und damit haben wir also schon eine erste Eigenschaft der Konkatenation bewiesen, nämlich das leere Wort ist neutrales Element. Das ist so wie 0 plus x plus 0 plus 0 plus x. Das ist einfach x. Es gibt noch ein paar andere Eigenschaften. Von Konkatenation. Jetzt bin ich gerade hier irgendwie. Und ja, also manche Eigenschaften hat Konkatenation und manche nicht. Das eine haben wir gerade schon gesagt, vorhin einleitend, die Reihenfolge der Buchstaben ist wichtig, ja. Ist wichtig, ob man das Wort A mit dem Wort B konkateniert oder das Wort B mit dem Wort A. Ja? Also bei Schrankschlüssel ist das vierte Symbol ein R, bei Schlüsselschrank ist das vierte Symbol ein L. Das sind verschiedene Wörter. Reihenfolge ist wichtig und man darf die Operanden bei Konkatenation nicht vertauschen und das heißt, wie man sagt, Konkatenation ist nicht kommutativ. Das ist also anders als bei Multiplikation von Zahlen oder so, ja? Oder Addition von Zahlen. Etwas anderes, was zum Beispiel bei Zahlen gilt, ist, dass wenn Sie eine Operation, also zum Beispiel Multiplikation mehrfach anwenden, dann ist es egal, also auf drei oder mehr Argumente alle miteinander verknüpfen, dann, wenn Sie die in der gleichen Reihenfolge hinschreiben, ja, x, erst x, dann y gleich, dann z, erst x, dann y gleich, dann z, ob Sie erst die vorderen beiden miteinander verknüpfen, also Klammern um XY machen und das Ergebnis mit Z multiplizieren oder hinten erst Y mit Z multiplizieren und dann vorne X dran multiplizieren, es kommt das Gleiche raus. Das gilt auch bei Wörtern, also die Behauptung ist für alle Alphabete und für alle Wörter W1, W2, W3 aus A Stern gilt das Gleiche. Ob Sie jetzt erst W1 mit W2 konkatenieren und da hinten noch W3 dran kleben oder ob Sie erst W3 an W2 hinten dran kleben und das dann hinten an W1, es kommt das Gleiche raus. Beweis, naja, wenig überraschend, man kann also ganz plump, man kann einfach die Definition von Konkatenation von Wörtern nehmen, ja, hier stehen vier Konkatenationen, muss man halt viermal anwenden, das gibt dann eine Fallunterscheidung für die linke Seite, eine Fallunterscheidung für die rechte Seite. Letzten Endes auf beiden Seiten eine Fallunterscheidung mit drei Fällen.
und anschauen, ergibt, die Fallunterscheidung ist die gleiche. Wieder, man hat zweimal eine Abbildung, gleicher Definitionsbereich, gleicher Zielbereich, gleiche Funktionswerte, alles gleich. Das sparen wir uns. Das ist ein bisschen mühsam und man lernt nicht richtig viel. Also eigentlich gar nichts mehr. Ja? Aber es ist schon wichtig, also gerade für Sie, wenn Sie jetzt noch so ein bisschen am Anfang sind, also Beweise sind manchmal etwas, was sich über mehrere Zeilen erstreckt und die muss man dann halt alle hinschreiben. Es passt nicht alles in eine 140-Zeichen-Nachricht, ja, auch nicht jeder Beweis. Und dann müssen Sie dann halt einfach mal ein bisschen arbeiten. Ja? Das kostet Zeit, aber so ist es halt. Ja? Das nimmt einem keiner ab. So. Ein Beispiel, wo jetzt diese Begriffe schon mal vorkommen, also insbesondere Wörter und Konkatenation, ein bisschen was zum Aufbau von E-Mails. Kleinen Moment. Irgendwo ist festgelegt, wie eine E-Mail, wie E-Mails aufgebaut sein müssen, also das, was dann wirklich über den Draht nach draußen geht, sozusagen von, aus Ihrem Rechner. Solche Spezifikationen finden Sie in RFCs. Nicht mehr aktuell, aber vor nicht allzu langer Zeit noch aktuell war der RFC. Sie sind durchnummeriert, 5322. Da stand zu irgendeinem Zeitpunkt die aktuelle Spezifikation von, wie muss eine E-Mail aussehen. Und daraus habe ich jetzt hier einfach mal so ein paar Zitate. Das beginnt, große Überraschung, mit der Mitteilung, was ist das Alphabet, aus dem die Zeichen stammen, die in E-Mails vorkommen dürfen. Und da stand jedenfalls in RFC 5322 noch, das Alphabet sind die Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz mit den Nummern 1 bis 127, ohne Nummer 0. Und dann wird etwas eben darüber gesagt, wie die Symbole konkateniert sein dürfen, sein müssen, damit das eine legale E-Mail ist, ne? Und da steht dann zum Beispiel, Messages are divided into lines of characters. A line is a series of characters that is delimited with the two characters carriage return and line feed. That is, das sind die ASCII-Zeichen mit den Nummern 13 und 10. Also da steht erstmal, eine Zeile ist eine Folge von Zeichen, also mit anderen Worten ein Wort. Da dürfen Zeichen aus dem ASCII-Alphabet von 1 bis 127 vorkommen und am Ende, also die letzten zwei Zeichen einer Zeile müssen sein, die ASCII-Zeichen mit den Nummern 13 und 10, für die man öfter mal CR und LF schreibt. Also dieser blaue Kasten hier, wo CR steht, das ist eine Umschreibung sozusagen für ein Symbol aus dem ASCII-Zeichensatz, so ist das zu lesen. Deswegen habe ich da den Kasten außenrum gemalt, dass Sie das als ein Symbol lesen. Das hat ansonsten keine Repräsentation. Ja. Und LF genauso. Und weiter hinten im RFC steht dann aber übrigens, es sind nicht beliebig lange Wörter erlaubt, also beliebig lange Zeichen folgen als eine Zeile. Irgendwo steht dann noch, Zeilen dürfen höchstens aus 998 Zeichen bestehen oder so. Also das eine, damit ist spezifiziert erstmal, was ist eine sogenannte Zeile in einer E-Mail. Und dann geht der RFC halt weiter und irgendwo steht, eine Message, und das ist also das, was ich so E-Mail nenne, ja, besteht aus sogenannten Header-Fields, die zusammen eine Header-Section bilden, gefolgt optionally by a body. Also eine E-Mail ist die Konkatenation dieser sogenannten Header-Section und
dem sogenannten Body. Und der ist optional, das heißt, der darf auch fehlen. Und mit anderen Worten, der Rumpf der E-Mail, das darf auch das leere Wort sein. Ja? Also Sie können auch eine E-Mail ohne Nachricht verschicken. Und Sie merken schon, wir reden über Konkatenation jetzt. Ja? Erst kommt das eine, die Header, dahinter das andere, der Body. Header-Section wird genauer spezifiziert. Eine Folge von hier, ja, also eine Folge von Zeilen, aber nicht beliebig, ja, with special syntax as defined in the specification. Body, a sequence of characters that follows the header section. Und es gibt eine klare Trennung zwischen header section und body, nämlich eine sogenannte Leerzeile. Und eine Leerzeile, das steht da auch noch, ist das Wort der Länge 2, wo halt vorne keine Symbole sind und nur die am Ende, die beiden Zeichen, die am Ende jeder Zeile stehen müssen, ja, CR und LF. Also so eine E-Mail ist immer der Kopf, die Headerzeilen, dann eine Leerzeile und dann der Rumpf. Und dann irgendwo, ja, also dieses CR steht für Carriage Return und das LF für Line Feed, aber ist jetzt nicht wichtig. Nur wenn es in der Spezifikation von E-Mails steht, dann wollte ich es halt auch hier so stehen haben. So. Zum Abschluss, damit das schon mal so ein bisschen in Ihrem Kopf arbeiten kann, machen wir mal noch iterierte Konkatenation. Motiviert durch was Sie natürlich kennen von Zahlen, ne? Statt x mal x mal x schreibt man gerne lieber x hoch 3, einfach weil es kürzer ist. Und x hoch 4, x hoch 5 und so, ne? Völlig klar. Und jetzt wollen wir sowas für Wörter auch. Ja? Also statt w konkateniert mit demselben Wort, w konkateniert mit demselben Wort, w ein paar Mal das gleiche Wort, wollen wir einfach w hoch n schreiben. Ja? Also so w mal 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 w, wenn man da n mal das w hat, dafür wollen wir w hoch n schreiben. Aber das kann man natürlich so hinpinseln auf die Folie, wie ich das gemacht habe, aber da stehen wieder Pünktchen und Pünktchen dürfen nur wir schreiben, sie nicht. Denn es ist nicht präzise. Ja? Was ist denn, hier stehen ja zum Beispiel jetzt explizit dreimal das Wort w hier auf der rechten Seite. Ist das ernst zu nehmen? Muss das n mindestens 3 sein? Was ist denn, wenn n nur 2 ist? Ist w Quadrat gar nicht definiert? Oder ist w Quadrat auch w mal w mal w? Oder was ist denn, wenn n gleich 1 ist? Was ist denn, wenn n gleich 0 ist? Wie ist denn das zu verstehen, wenn n gleich 0 ist? Hier 0 mal das w und hier stehen 3 mit Pünktchen dazwischen. Das ist alles ein bisschen obskur, ja? Und es gibt eine Möglichkeit, das ordentlich zu machen. Die steht hier unten. Das ist eigentlich ein falscher Platz für so eine wichtige Sache. Wie macht man das ordentlich ohne Pünktchen? Also man will ja w hoch n definieren. Für n gleich 0, für n gleich 1, für n gleich 2, für n gleich 3 und so weiter. Und wenn man etwas definieren muss für alle nicht negativen ganzen Zahlen, dann ist unter Umständen eine Möglichkeit, die das Folgende zu tun. Man fängt erstmal an bei der 0 und macht für n gleich 0 explizit, legt man das fest, schreibt präzise hin, was soll das sein. Und bei Potenzen von Wörtern ist die plausible Festlegung, w hoch 0 ist das leere Wort. Ganz egal, was das Wort w ist. Also auch wenn das Wort w ganz lang ist, ein Symbol, zwei Symbole, 100.000 Symbole, oder auch wenn W das leere Wort ist, immer. W hoch 0 ist immer das leere Wort. Das wundert Sie nicht ganz so dolle, wenn Sie sich daran erinnern, dass bei Zahlen, ja, 2 hoch 0 ist 1, 10 hoch 0 ist 1, 3 Milliarden hoch 0 ist 1. Das ist sowas Analoges. Ne? So, dann hat man also für den Exponenten 0 explizit was festgelegt. Und dann schreibt man was hin, was es einem erlaubt, sich weiter zu hangeln.
nach dem Motto, wenn ich schon weiß, was für Exponent 0 die Festlegung ist, dann kann ich mir auch überlegen, dann kann ich auch hinschreiben, was ist es für 1. Und wenn ich dann schon weiß, was für Exponent 1 die Definition ist, dann kann ich auch hinschreiben, was ist es für Exponent 2. Und wenn ich es für 2 weiß, kann ich es für 3 und so weiter. Und bei Konkatenation schreibt man dann, also sieht das dann so aus, ne? W hoch n plus 1, also hier schreibt man jetzt n plus 1 als Exponenten, für die man was definieren will. Und das n stammt aus n0 beliebig. Für jedes n aus n0 macht man das. Und das heißt, hier steht jetzt was für die Exponenten ab 1. Und die Definition von w hoch n plus 1 soll sein, das ist w hoch n konkateniert mit w. So. Und damit wollen wir die heutige Vorlesung beenden. Sie können ja schon mal auf die nächste Folie weiterspitzen. Aber ansonsten gehen wir da nächste Woche. Nein, Quatsch, nicht nächste Woche. Ja, wir sind ja erst Mittwoch. Gehen wir dann auf das Weitere ein. Hier kommt noch eine Frage. Warum steht hier unten N0 und nicht N plus? Naja, weil ich hier dann noch 1 addiere. Und also der erste Wert, für den ich hier jetzt was festlegen will, ist Exponent 1. Und damit ich Exponent 1 kriege, muss n gleich 0 sein. Deswegen möchte ich hier schon bei 0 anfangen. So. Und damit kriege ich für jede endliche Anzahl von, für jeden endlichen Exponenten, kriege ich hier eine Definition. Jo, das war's. Also, vielen Dank und bis Freitag zur nächsten Vorlesung.